Desinformation ist wirklich ein Riesenproblem und deswegen müssen wir auch alles, was wir haben, da drauf schmeißen. Der Ethikrat, eine Schlüsselfigur in ethischen Fragen in diversen Bereichen, wie zum Beispiel Gesundheitswesen, Technologie, Gesellschaft. Alena Büchs ist Vorsitzende des Ethikrates und sie ist heute hier auf den Medientagen und heute bei mir. Hallo Alena, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich sehr. Wie wichtig sind die Medien bei ethischen Fragen und diese aufzuklären? Das ist eine echt gute Frage. Die wird inzwischen häufiger gestellt und das finde ich ganz wichtig, weil Medien extrem wichtig sind. Ethische Debatten sind natürlich Fachdiskussionen. Ja, also wir machen das ja auch sehr wissenschaftlich und da sind die Medien nicht so zentral. Aber erstens gibt es viele medienethische Fragen und zweitens, wenn es dann darum geht, wie kriege ich diese Überlegungen in die Gesellschaft? Also wie kriege ich die ethischen Empfehlungen zum Beispiel, die wir jetzt, was weiß ich, mit Blick auf KI oder so gemacht haben, wie kriege ich das in die Bevölkerung, wie kriege ich das übertragen? Da seid ihr natürlich absolut zentral und deswegen bin ich auch unter anderem hier. Ja, das ist schön, dass du da bist. Macht mir auch eine große Freude, dass da Fragen dann natürlich beantwortet werden. Ein großes Thema dieses Jahr immer wieder KI. Und in Deutschland wird Unabhängigkeit und immer wieder groß geschrieben. Und da könnte KI in der nächsten Zeit ein Thema werden, da ja doch da gewisse Wissensmonopole bestehen. Glauben Sie, dass das eine Gefahr für ethische Fragen, ethische Themen bürgen könnte? Glaubst du? Entschuldigung. Alles gut. Ja, also wir haben uns das angeschaut und es gibt natürlich auch wirklich positive Potenziale von KI für die Demokratie und die demokratische Meinungsbildung, weil diese ganzen Instrumente und Algorithmen haben natürlich die Möglichkeit für ganz viele Leute erweitert, wirklich Informationen zu kriegen und auch teilzunehmen an Debatten und Diskurs und Leute zusammenzuführen und so. Fühlt sich nicht mehr so alleine, findet überall Leute, die irgendwie auch Dinge teilen, aber genau das ist ja auch ein Problem, ne? Also dieses mit den Blasen, in denen Leute dann verschwinden können und bei der Information ist es so, dass die halt auch falsch sein kann, das wissen wir und das verstärkt KI zum Teil auch. Also ChatGPT ist ja in vielen Fällen ganz super, aber denkt sich eben auch Sachen aus und kann echt eine Fake-News-Maschine sein, weil das so wahnsinnig echt aussieht. Ne? Oder denk an den Papst in der Daunenjacke, also gerade bei den Bildern. Und damit beschäftigen wir uns sehr intensiv, da muss man echt Transparenzregeln haben. Also wir sind eigentlich dafür, insbesondere bei Bildern und Videos, dass man das wirklich kennzeichnet mit Wasserzeichen. Das ist technisch alles möglich. Und was den Umgang mit der KI im sprachlich-schriftlichen Bereich anbelangt, plädieren wir auch sehr dafür, dass man so eine Art Kennzeichnungspflicht hat und das einfach transparent macht. Ja, du hast jetzt Kennzeichnungspflicht beispielsweise angesprochen. Was sind andere Wege, wie wir als Medien oder als Journalisten gegen eben so Fehlinformationen durch KI ankämpfen können? Hui, da bin ich überhaupt gar keine Expertin für, da bist du der Experte. Aber wir würden wahrscheinlich sagen, dass darüber reden wir auch in diesem Desinformationskapitel, dass es ja schon viele Initiativen gibt, die auch aus den Medien selbst kommen. Also im Moment gibt es ja eine große Diskussion um Faktenchecks und wie die funktionieren, ne? Wie sozusagen spezifisch die sein sollen, dürfen die mehr als nur Richtigstellung machen, dürfen die auch noch eine Einordnung oder sogar eine Kommentierung machen. Das finde ich eine total super Debatte, weil insbesondere so ein Live-Faktencheck oder sehr schnell daneben geschalteter Faktencheck oder auch diese Art von Kommentierung, die man zum Beispiel bei Posts in Social Media sieht, ne, dass User selbst dann sozusagen Zusatzinformationen dazu gegeben haben und gesagt haben, das ist eine Fehlinformation oder das ist hier verzerrt oder so. Also es gibt schon wirklich viel und ich finde das ganz wichtig, dass man nicht glaubt, es gibt da irgendwie so den einen Silver Bullet, der das alles lösen wird, sondern man muss aus allen Rohren schießen. Desinformation ist wirklich ein Riesenproblem und deswegen müssen wir auch alles, was wir haben, da drauf schmeißen. Und welche Rolle spielt dann da beispielsweise jetzt der Ethikrat, um dort eben auch eine Transparenz zu schaffen, um auch eben das Vertrauen der Bürger weiterhin zu stärken und zu behalten. Hör mal, wir sind ein ehrenamtliches Gremium, ja. Ich habe einen Vollzeitjob und die anderen auch. Also da muss man echt die Kirche im Dorf lassen. Ja. Wir setzen Impulse. Und das machen wir und das ist uns auch wichtig. Also wir haben echt versucht, diese KI-Diskussion, da hat natürlich ein bisschen geholfen, dass ChatGPT in die Welt gekracht ist. Kurz bevor wir unseren 400-Seiten-Report veröffentlicht haben, da war viel Aufmerksamkeit da. Und wir versuchen dann halt irgendwie was Sinnvolles zu sagen und was Hilfreiches zu sagen und diese Diskussion gesellschaftlich wichtig zu machen und diese ethischen Fragen dann auch diskutierbar zu machen. Alena Büchs zum Thema Ethikrat, zum Thema KI, zum Thema Transparenz und wie Medien dort ihre Aufgabe erfüllen können. Vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Ich danke. Danke.